Wir sind auf dem Hockenheimring zum großen IDM-Finale und bei uns gibt es jetzt die Titelentscheidung in der IDM Supersport oder eben auch nicht, denn es stehen ja zwei Rennen an und drei Fahrer haben noch theoretische Chancen, den Titel zu holen. Kommen wir jetzt gleich hier drauf, denn wir gehen gleich rein in das erste Rennen am Samstag. Sie sehen es im Hintergrund, so ein bisschen der Himmel war wolkenbedeckt und man wusste nicht so richtig, bleibt es hier wirklich richtig trocken bis zum Ende, aber natürlich, es wurde im Trockenen gestartet. Das schon mal vorneweg. Und wir wollen uns jetzt also vor allem auch mit den drei jungen Männern beschäftigen, die hier die Meisterschaft unter sich ausmachen. Günther Knobloch auf der Pole Position im Training gefahren, 1:29.112. Und damit war er also Trainingsschnellster und das gerade mal 0,104 Sekunden vor dem Meisterschaftsdritten, nämlich vor Daniel Sutter auf der Kawasaki. Günter Knobloch, er ist ja Zweiter. Und hier haben wir Daniel Sutter eben auf der Kawasaki, gerade schon angesprochen, 0,104 Sekunden zurück und damit Startplatz 2. Und er damit also schon mal in guter Position nach dem Ausfall am Red Bull Ring. Marc Moser, er hat sich ebenfalls in Reihe 1 gefahren, hatte lange Zeit das Qualifying angeführt, am Ende Rang 3, 0,287 Sekunden zurück. Und wir schauen jetzt auf Startplatz 4 und das ist der Gesamtführende der IDM Supersport. Das ist Jesko Günther vom Vector KM Racing Team. An dieser Stelle nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ist nämlich an diesem Samstag 27 Jahre jung geworden und er, wie gesagt, hier von Startplatz 4 könnte ja theoretisch schon im ersten Rennen Meister werden. Da kommen wir allerdings, wie gesagt, im Verlauf dieses Videos dazu. Jan Bühn, beste Suzuki, auf Rang 5, 0,882 Sekunden sein Rückstand. Rang 5, wie gesagt, für ihn, für den jungen Mann hier aus der Nähe vom Hockenheimring, also für ihn sowas wie ein Heimspiel. Stefan Kerschbaumer mit der 89 auf Position 6, 1:30.032, 0,920 Sekunden zurück. Und damit schauen wir dann zum nächsten, die beste Honda im Feld. Das ist Randy Harmuth vom Racepoint Berlin. Er 1:30.258, 1,146 Sekunden zurück und damit also ebenfalls noch in Reihe 2. Und genauso in Reihe 2 Lukas Peschek, die nächste Suzuki vom Team Suzuki Meyer mit der Startnummer 8. Sie sehen es, der hat die ersten vier Rennen gar nicht mitgefahren, aber dann lief es richtig gut und er hat durchaus auch noch Chancen, eventuell sogar in die Top 10 der IDM Supersport zu kommen. Tatulaus Leto, der Finne mit der 75, zweimal Achter geworden am Red Bull Ring, davor ja verletzungsbedingt, musste er passen auf dem Schweizer Dreieck. Für ihn Startplatz 9, 1,329 Sekunden zurück hier im Qualifying. Dann gehen wir zum 10. Platzierten. Das ist David Lehnordner vom Garin SKM Racing Team, also der Teamkollege von Günther Knobloch. Sie sehen es, ein Ausfall am Red Bull Ring und davor Rang 12 im ersten Rennen. Auch da lief es alles nicht ganz so glücklich für ihn. Dominik Wieso vom DMV-Team Romero mit der 48. Er auf Position 11, 1:30.534, 1,422 Sekunden zurück im Training. Und dann wollten wir eigentlich auch noch die 65 sehen. Luca Hansen, er allerdings nicht in der Startaufstellung. Er startete aus der Boxengasse hinterher. Günther Knobloch also mit der Pole Position vor Daniel Sutter und Marc Moser. Und Jesko Günther auf Position 4. Also die ersten drei der Gesamtwertung schon mal ganz vorne. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Knobloch der Gesamtzweite, also auf der Pole Position. Dann Daniel Sutter auf 3 und Jesko Günther auf 1 in der Gesamtwertung. Schauen wir uns auch gleich nochmal in der Übersicht vor Beginn dieses Rennens an, wie es denn da hier stand. Also der Blick drauf. Jesko Günther 252 Punkte, Günther Knobloch 235 und Daniel Sutter 224 Punkte. Das ist der Stand hier vor diesem ersten Supersportrennen und damit schauen wir rein. Die erste von 19 Runden, Günter Knobloch gleich mal in Führung liegend und wir sehen, da sind also eine Menge Motorräder hier am Start. Also Jesko Günther auf Position 4 hinter Peschek, Sutter und Knobloch, dann Lehnordner hatten wir dann auch noch mit dabei. Dann hatten wir hier insgesamt in diesem ersten Supersportrennen über 19 Runden waren hier am Start gewesen 42 Starter und Starterinnen. Also das war wieder ein proppevolles Starterfeld. Und hier haben wir Luca Hansen. Wir haben es gesehen, eigentlich Startplatz 12, aber der Startplatz blieb leer. Er startete hinterher. Keiner wusste so richtig, wo er denn bleibt.
Aber letzten Endes, wie gesagt, er konnte dem Feld zumindest mal hinterherfahren, aber natürlich schon ein gewaltiger Rückstand und so richtig wahnsinnig schnell sieht das im Moment hier auch nicht aus. Also sehr, sehr verhalten. Daniel Sutter, dann die Führung übernommen von Günther Knobloch. Also Sutter, Knobloch, dahinter dann Pešek und Jesko Günther. Also das wäre dann nochmal ein zusätzlicher Spannungsbogen hier für die Gesamtwertung. Marc Moser, Dominik Wieseau, Jan Bühn, dann haben wir Lynn Ortner dahinter gesehen. Und hier hatten wir mal kurz die 38 im Bild. Das ist Bernd Hiemer auf einer Maschine vom Vector Racing Team. Da steht in der offiziellen Zeitenliste dahinter als Motorrad Honda. Wenn Sie sich das hier im Laufe des Rennens allerdings anschauen, das sieht nicht wirklich aus wie eine Honda. Also ich würde sagen, das ist zwar das MZ Racing Team, aber das hat weder was mit einer Honda noch mit MZ so wirklich zu tun, wenn Sie sich das Motorrad mal anschauen. Das hat große, große Ähnlichkeit mit der Maschine von Jesko Günther. Also, kommen wir dann sicherlich auch nochmal dazu. Marc Moser, wieso? Dann haben wir Stefan Kerschbaumer dahinter. Dann hier haben wir eben Bernd Hiemer, dann Randy Harmuth, Roman Raschle, Kevin Boos, Christian von Gunten und hier Thomas Walter gegen Jaroslav Černý. Der Suzuki-Pilot setzt sich da also durch, kann hier am Slowaken vorbeigehen. Der Zwischenstand, wenn es jetzt so zu Ende gehen würde, Jesko Günther vorne vor Günther Knobloch und Daniel Sutter, da wären es nur noch 10 Punkte und dann wäre theoretisch alles noch möglich hier in der IDM Supersport im zweiten Rennen. Und dann plötzlich David Lindortner auf langsamer Fahrt hinterher, hinter dem Feld, hier in dieser dritten Runde. Da hatte es eine Berührung, da hat es einen Crash gegeben mit Jan Bühn. Also Jan Bühn raus und David Lindortner konnte zumindest mal noch in die Box zurückfahren, aber für ihn auch das Rennen beendet. Wieso? Hinter Marc Moser. Also da war es auch richtig eng, während sich vorne an der Spitze nicht wirklich viel tat. Die Reihenfolge immer noch unverändert. Daniel Sutter weiterhin vorne. Der möchte natürlich seine Meisterschaftschancen am Leben halten, beziehungsweise zumindest mal noch auf Rang 2 der Gesamtwertung klettern. Dafür muss er allerdings auch noch ein paar Punkte gut machen auf Günther Knobloch. Wir hatten es ja in der Grafik gesehen gehabt. So, also Riesenstarterfeld hier in der IDM Supersport an diesem Wochenende. Also da war es auch im Training relativ schwer, mal eine freie Runde zu bekommen. Insgesamt ja 19 Runden hier zu fahren. Das hat sich dann im Laufe des Rennens doch schon deutlich ausgedünnt und die Kawasaki-Fans hier an der Strecke, die sahen natürlich weiterhin einen Daniel Sutter in Bestform ganz, ganz vorne vor Günther Knobloch und dahinter dann Lukas Pešek auf der Suzuki, der hier perfekt mithalten konnte. Also er zeigt, dass die Suzuki, die neue Suzuki, die am Anfang dieses Jahres rauskam, beziehungsweise vorgestellt wurde, doch gar nicht so schlecht ist. Also wenn man da ja wirklich absolut am Limit fährt, dann kann das auch zu richtigen Top-Platzierungen reichen. Thomas Walter, er hat ja in diesem letzten Saisondrittel doch größere Probleme als am Anfang. War ja durchweg immer bester Suzuki-Mann gewesen. Aber jetzt seit Schleiz läuft es bei ihm nicht mehr hundertprozentig rund. Jesko Günther jetzt auf die dritte Position vorgefahren und damit natürlich wieder ja einen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht, denn damit würde er nicht allzu viele Punkte verlieren. 9 Punkte im Moment auf Daniel Sutter würde er verlieren, aber nur 4 Punkte auf Günther Knobloch, der ja im Moment noch Gesamtzweiter ist. Tatu Lauslehto vor Thomas Walter, dann hatten wir Van Leuven und auch Jaroslav Černý. Und hier haben wir es im Bild. Christian von Gunten hinter Tatu Lauslehto. Das war hier die Reihenfolge gewesen. Und wir schauen mal, wer zu diesem Zeitpunkt also schon alles raus ist. Hier haben wir Luca Hansen hinter dem Feld hinterher hechelnd. Also wir hatten Jan Bühn, das hatten wir angesprochen. David Lindortner und jetzt hier allerdings erstmal der Blick auf das Bild wieder. Denn da hat sich Jesko Günther vorbeigeschoben, ebenfalls auch noch an Daniel Sutter. Sutter jetzt nur noch Dritter und Günther Knobloch ganz, ganz vorne. Das heißt, es hat sich in der Meisterschaftswertung, im Meisterschaftsstand, wenn jetzt Schluss wäre, auch wieder ein bisschen was getan. Und das wäre natürlich speziell für Daniel Sutter eine suboptimale Situation, so möchte ich das mal bezeichnen. Denn jetzt wären seine Meisterschaftschancen dahin, da würde wohl nichts mehr gehen und auch im
Hinblick auf Position 2 in der Gesamtwertung, da wird es ebenfalls richtig schwierig werden. Wir haben es gleich nochmal in der Grafik, den neuen Zwischenstand. Hier haben wir Ben Gethke mal vor Sarah Heide, also Ben Gethke, der ja eine Reihe von heftigen Stürzen in dieser Saison aushalten musste, beziehungsweise hat es eben dann doch nicht ganz ausgehalten, hatte ja da Probleme mit der Hand und dem Arm und jetzt hier auf einer Honda vom Race Point Berlin wieder unterwegs zum letzten Saisonrennen hier auf dem Hockenheimring. Also Jesko Günther auf Position 2 hinter Günther Knobloch, würde damit also nur 5 Punkte verlieren auf Knobi, aber Daniel Sutter, der würde natürlich auf sein Kontrahent im Kampf um Rang 2 in der Gesamtwertung 9 Punkte verlieren. Also das wäre nicht unbedingt das, was er wollte. Roman Raschle hinter Bernd Thiemer hatten wir gesehen. Dann Randy Harmut, Kevin Boos, Tatu Lausleto, dann Van Leuven von Gunten. Dann haben wir Thomas Walter und Jaroslav Czerny. Das sind also so die Positionen 1 bis 15, die wir jetzt hier im Bild hatten. Und wie gesagt, jetzt gleich nochmal der Blick auf den neuen Stand in der Gesamtwertung. Werden wir hier noch Matteo Regitto sehen mit der Startnummer 69. Und vorne, ja, schon eine kleine Lücke für Daniel Sutter. Muss da auch ein bisschen nach hinten gucken, was denn Lukas Peschek macht. Der ist da nämlich auch nicht so weit weg. Und vorne sieht es im Moment relativ entspannt aus für Günter Knobloch, der da ja, einen kleinen Sicherheitsabstand zu Jesko Günther herausfahren konnte. Und die beiden, die gaben sich auch richtig schön heftig hier auf der Strecke, Roman Raschle und Bernd Thiemer. Also die beiden durchgängig hier in diesem Rennen in einen heißen Positionskampf verwickelt. So, hier haben wir mal noch die 36. Die 36, das ist ebenfalls eine Suzuki. Marc Neumann als Gaststarter hier unterwegs. Ja, also da auch irgendwo um Position 20 bis 25 in dieser Gruppe drin. Und Ben Gethke haben wir hier im Bild. So, vorne an der Spitze, Sie sehen es, Jesko Günther und Günther Knobloch, die konnten vorne relativ gleichmäßig das Tempo geben. Daniel Sutter ein bisschen zurückgefallen, darauf angesprochen, warum er nach seinem Verlust der Führung so gleich so eine richtige Lücke hier aufreißen lassen musste. Er hat gesagt, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht, aber wenn eben zwei an dir vorbeigehen, dann hast du einfach eine schlechte Runde. Und da ist dann die Lücke da. Jesko Günther im Moment also 12 Punkte mal vorne in der Gesamtwertung. Und damit, ja, wäre es alles wieder ein bisschen spannender im Kampf um den Sieg hier in der IDM Supersport. Allerdings Daniel Sutter, er wäre im Moment mal raus aus dem Titelrennen. Also er könnte dann auch nur noch mit viel, viel Glück, mit 20 Punkten Rückstand, nämlich den Günther Knobloch irgendwie noch einholen im zweiten Rennen. Also er muss sehen, dass er noch ein bisschen weiter nach vorne kommt. Günther Knobloch, er hält seine Meisterschaftschancen am Leben. 260 Punkte. Jesko Günther mit diesem zweiten Rang hätte 272, also diese 12 Punkte Unterschied. Und Lukas Peschek immer noch gut dabei. Dominik Wissot haben wir hier im Bild gehabt und hier Stefan Kerschbaumer, der ja auch viele, viele Ausfälle in dieser Saison hätte. Und wenn die alle nicht wären, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dann wäre das wahrscheinlich auch ein Kandidat gewesen, der ganz vorne in der Meisterschaft hätte angreifen können. Thomas Walter mittlerweile ja vorbei hier an Christian von Gunten und jetzt in der Verfolgung von Thomas von Leuven. Und hier haben wir Sarah Heide gegen, das ist Remo Lehmann vom Kawasaki Schnock Team Shell Advance. Und jetzt schauen Sie mal auf Remo Lehmann. Er versuchte nämlich hier mit der Kawasaki Power an Sarah Heide vorbeizugehen. Das hat nicht funktioniert. Also Sarah Heide fuhr ein gutes Rennen, war nicht ganz zufrieden gewesen mit ihrem Qualifying. Aber hier im Rennen, da zeigte sie schon durchaus Kämpferqualitäten. Also hielt richtig gut dagegen, gegen die männlichen Kollegen. Lukas Peschek macht Druck auf Daniel Sutter und Marc Moser fuhr ein relativ einsames Rennen. Hat sich mittlerweile doch ein bisschen abgesetzt von Dominik Wissot. Und hier haben wir Roman Raschle weiterhin vor Bernd Thiemer. Schauen Sie sich das Motorrad mal an. Also, ja, wenn da Honda draufsteht, weiß ich nicht, ob da wirklich hundertprozentig Honda drin ist.
Beziehungsweise eigentlich steht ja ein Z drauf, aber in der Zeitenliste, ich hatte vorhin schon gesagt, da steht Honda drauf. Das Motorrad sieht aus wie eine Yamaha. Also haben wir von allen ein bisschen was. Thomas Walter, er kämpft verbissen. Und hier wieder das Duell Sarah Heide gegen Remo Lehmann. Also Sarah Heide gegen den Schweizer. Kann sich da im Moment noch behaupten, Sarah Heide. Und das wird sie auch nicht mehr unbedingt müssen, denn da geht's ab für Remo Lehmann. Hier direkt vor den Kawasaki-Fans. Wir hatten die Fahne, das Plakat vorhin schon mal eingeblendet gehabt und ja, da einfach weggerutscht. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal in der Wiederholung an. Hat sich hier zum Glück nichts getan, sah im ersten Moment spektakulär aus, denn er war da hinter dem Motorrad oder zwischen Reifenstapel und Motorrad verschwunden. Hier versucht es da noch abzufangen, das hat nicht funktioniert und dann allerdings hier das Motorrad. Ja, das hat ihn durchaus noch getroffen, aber war alles gut, nichts weiter passiert, außer dass das Rennen eben vorbei ist. Vorne immer noch Günther Knobloch vor Jesko Günther und Daniel Sutter. Also die Lücke wird etwas kleiner wieder von Daniel Sutter hin zu den beiden, aber so richtig in Schlagdistanz ist er da noch nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Runden, wenn diese Runde jetzt hier in wenigen Augenblicken vorbei ist, denn das ist ja hier schon die Einfahrt zu Start und Ziel, dann sind es noch genau 6 Runden. Bernd Hiemer hinter Roman Raschle. Roman Raschle möchte ja ganz gerne noch Gesamtvierter werden. Und dadurch, dass David Lehnordner hier ausgefallen ist, sind die Chancen auch nicht allzu schlecht für ihn. Jaroslav Czerny hinter von Gunten. Also von Gunten, woher auch ein ordentliches Rennen. Konnte da also auch hier in den Punkterängen mitfahren. Wir schauen jetzt wirklich nochmal drauf, wer denn bisher ausgefallen ist. Jan Bühn, David Lehnordner hatten wir ja schon thematisiert. Dann hatten wir Luca Hansen, den hatten wir ja am Ende des Feldes gesehen. Hatte ja schon Probleme hier beim Start, beziehungsweise konnte ja nicht aus der Startaufstellung starten. Und deshalb, ja, alles andere als ein gutes Rennen für ihn. Nach 7 Runden war für ihn Schluss. Und Remo Lehmann, den Abflug hatten wir ebenso gerade noch im Bild gehabt. Er also in Runde 12 raus. Ja, das war es bisher erstmal an Ausfällen. Aber wir haben ja 42 Fahrer und Fahrerinnen hier am Start. Also da muss man wirklich sagen, schönes, volles Starterfeld. Und Bernd Hiemer vorbei an Roman Raschle. Also Roman Raschle, der musste sich hier erstmal geschlagen geben. Thomas von Leuven vor Thomas Walter. Und die Yamaha des Niederländers, die ging richtig gut. Das ist sowieso bei den Niederländern häufig der Fall, dass die Motorräder richtig Kraft haben, richtig Power haben. Und dass es da ganz, ganz schwer wird für die Konkurrenz dort vorbeizugehen. Also, 15. Runde. Immer noch das gleiche Bild an der Spitze. Jesko Günther und Günther Knobloch vorne. Jesko Günther jetzt allerdings halt hier ganz, ganz vorne. Und das würde natürlich im Moment mal heißen, die Meisterschaftschancen von Jesko Günther hätten sich wesentlich erhöht. Und das wäre ja was zum Geburtstag hier den Rennsieg und vielleicht ja auch die Meisterschaft. Im Moment reicht es noch nicht. Also im Moment wären das hier mal durchgucken. Im Moment wären das 22 Punkte Vorsprung für Jesko Günther. Also würde noch nicht ganz reichen. Da könnte theoretisch immer noch was schief gehen dann im zweiten Rennen am Sonntag. Auch das können Sie ja hier bei mir als Video wieder sehen. Wir hatten vorhin die Videoübersicht. Also es wird dann auch nochmal ein Abschlussvideo geben mit allen IDM-Meistern des Jahres 2011. Und da ist natürlich die Frage, Jesko Günther, Günther Knobloch oder Daniel Sutter in der IDM Supersport. Also im Moment die besten Karten eindeutig für Jesko Günther und für Daniel Sutter wird es relativ schwer. Aber schauen Sie mal drauf, wenn wir die drei jetzt wieder hier in der Kurve haben. Er ist da wieder deutlich näher rangekommen. Also die Lücke war viel, viel größer. Hat auch im Nachhinein gesagt, ich habe dann einfach alles rausgeholt aus dem Motorrad, was irgendwie ging. Ich habe richtig, ja, alles rausgequetscht. Und Sie sehen das hier schon. Also er ist dran an Günter Knobloch und das sind jetzt immer noch 3 Runden. Das heißt, wenn er in dem Tempo weiterfährt, könnte das durchaus noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Hier haben wir es im Bild 22 Punkte für Jesko Günther Vorsprung auf Günter Knobloch. Daniel Sutter wäre im Moment trotzdem raus aus dem Meisterschaftskampf. Das wären
für ihn 37 Punkte Rückstand, also da geht nichts mehr. Er müsste hier definitiv mal vor Jesko Günther ankommen und dann müsste eigentlich auch noch Günther Knobloch dazwischen fahren. Aber das wäre natürlich auch im Kampf um Rang 2 jetzt nicht ganz optimal für Daniel Sutter. Also für ihn wirklich die bescheidenste Situation von den dreien nach dem Motorschaden am Red Bull Ring. Und apropos Schaden, Sarah Heide, auch bei ihr ging es nicht mehr weiter. Das Schaltgestänge ist gebrochen. Da gab es also den Ausfall hier in diesem guten Rennen von ihr. Und damit auch Marcel Weihe raus, genau wie eben jetzt Sarah Heide. Schade, schade. Und auch Christian von Gunten, auch der fehlte uns jetzt dann hier. Und musste das Rennen leider beenden. Damit haben wir schon 2, 4, 6, 7 Ausfälle. Und jetzt hier neuer Stand. Jesko Günther vor Günther Knobloch. Das wären 26 Punkte. Wir haben es im Bild gesehen. Da hat sich also was getan. Der Daniel Sutter ist da eine Position nach vorne gefahren und würde damit Jesko Günther zur Meisterschaft verhelfen. Also im Moment Jesko Günther hier auf dem Weg zur Meisterschaft in diesen letzten zwei Runden. Denn die Spitze ist ja schon in Runde 18. Hier haben wir es wieder im Bild. Also, Daniel Sutter, er will natürlich hier nochmal einen Achtungserfolg feiern. Er will natürlich möglichst an Jesko Günther vorbei. Schauen Sie mal, wie eng das wird, mit welchem Überschuss er da ankam. Ist da direkt dran an Jesko Günther. Und hat er auch gesagt, er wollte sich die Attacke für die letzte Runde aufheben. Aber da lief es dann, ja, natürlich auch drauf hinaus. Hier ja keinen Fehler zu machen, ja nicht abzufliegen. Denn es geht ja, selbst wenn es mit der Meisterschaft nichts wird, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auch noch um den Vizetitel gegen Günther Knobloch. Günther Knobloch, er musste ein bisschen abreißen lassen. Also für ihn die Chancen jetzt eigentlich weg. Muss jetzt einfach mal drauf hoffen, dass Daniel Sutter den Jesko Günther noch irgendwie packt, damit die Meisterschaftschancen am Leben bleiben. Und Thomas Walter, der biss sich die Zähne aus an Thomas von Leuven. Und hier haben wir wieder Marc Neumann mit dieser leuchtgelben Kombi auf der Suzuki. So, und damit gehen wir jetzt gleich rein in die letzte Runde auf die letzten Meter dieses ersten Supersportrennens. Und dann schauen wir mal, ob das hier schon die Titelentscheidung ist oder nicht. Also Jesko Günther vorne vor Daniel Sutter und Günther Knobloch. Alle drei jetzt doch relativ dicht beisammen, aber nicht so dicht, dass es doch noch irgendwo mal eine Attacke geben könnte. Und damit hat sich das hier erledigt für Günther Knobloch und auch für Daniel Sutter. Und damit herzlichen Glückwunsch an Jesko Günther zum Meistertitel, zum Geburtstag, zum Rennsieg. Also man wusste gar nicht so richtig, wofür man ihm zuerst gratulieren sollte an diesem Tag. Er holte sich den Sieg vor Daniel Sutter und Günther Knobloch und wurde damit Meister. Thomas Walter immer noch gegen Thomas van Leuven. Aber schauen Sie sich jetzt mal hier an, wie Thomas Walter aus dieser letzten Kurve herauskommt. Hier sieht es aus, als ob nichts mehr passieren kann. Und dann kommt er richtig mit Speed, richtig mit Geschwindigkeit raus. Und am Ende fehlt ein 9000stel, um noch eine Position weiter nach vorne zu kommen. Also schade, schade für Thomas Walter. Diese Position gab es nicht mehr. Aber durch Kevin Boos, der ja ebenfalls hier noch in die vorderen Ränge gefahren ist, in diesem Rennen, nämlich auf Position 11, gab es für ihn zumindest die Punkte für Rang 12. Und hier haben wir es im Bild nochmal. Jesko Günther, 26 Punkte Vorsprung vor Günther Knobloch. Und damit ist die Meisterschaft entschieden. Herzlichen Glückwunsch an Jesko Günther, der hier ein richtig gutes Jahr fuhr. Also das lief ja gleich mal schön abwechselnd mit Daniel Sutter. Samstag gewann Jesko Günther, Sonntag Daniel Sutter. Aber irgendwann setzte er sich dann eben auch mal sonntags durch und dann lief hier alles richtig, richtig gut. Aber schauen Sie mal, ein bisschen mehr freuen könnte man sich dann doch schon, wenn man gerade Meister geworden ist, wenn man am 27. Geburtstag einen Titel eingefahren hat. Also doch noch sehr, sehr verhalten. Hier haben wir Florian Bauer. Auf Position 19 kommt er hier ins Ziel. Und ja, es war auch nur ein Gaststarter jetzt noch vor ihm gewesen.
Hier haben wir das Ergebnis nochmal. Jesko Günther vor Daniel Sutter, Günther Knobloch. Das sind die ersten drei. Lukas Peschek am Ende auf Position 4. Marc Moser, 5. Wieso, Kerschbaumer, Raschle, Harmut, Laus Leto, Kevin Boos, Van Leuven, Walter, Czerny und Cole Andrea. Und am Ende auch noch Bernd Hiemer in der letzten Runde ausgeschieden. Und hier haben wir den neuen Meister, den Meister des Jahres 2011, Jesko. Wir begrüßen auf dem Podest auf Platz 3 aus Österreich vom Ferrari SKF Racing Team, Günther Ha ha ha.